Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals Tech Check. Und heute geht es mal um eine wiederaufladbare LED-Schrankbeleuchtung mit Bewegungsmelder. Bleibt also unbedingt dran und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Wie eben schon erwähnt, geht es heute mal um eine Kleiderschrankbeleuchtung mit Akku-Bewegungsmelder und Co. Und die ist hier von Bombony und die werden wir uns heute mal ganz genau anschauen. Ihr könnt also hier schon sehen, wir haben also hier so ein LED-Stripe, da ist hier so eine Einheit dran, da ist im Grunde dann das Akku-Pack und der Bewegungsmelder eingebaut und da könnt ihr im Grunde das überall dran montieren und benötigt hier keine separate Stromquelle mehr. Also sehr geschickt, hier haben wir auch schon zwei Abbildungen drauf, wie ihr sehen könnt. Man kann zum Beispiel hier unterm Bett montieren oder auch hier unterm Waschbeckenschrank, also auch hier wirklich sehr praktisch und deswegen würde ich sagen, werden wir uns das heute mal anschauen. Wir gehen mal hier zuallererst kurz die Verpackung durch, dann werden wir es auspacken, uns mal die technischen Daten uns nochmal anschauen und zum Schluss werden wir natürlich auch hier dieses Set mal testen und am Schrank dann montieren und mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Kommen wir hier kurz zum Preis, es gibt hier verschiedene Sets, einmal ein Doppelset, wo im Grunde zwei davon drin sind und einmal hier einzeln. Ich habe jetzt hier das Einzelset mir bestellt, kostet roundabout 18 Euro. Ich werde es auch hier nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut also mal rein, klickt mal den Link an und da könnt ihr euch auch jetzt parallel nochmal hier darüber informieren. So, es kommt also wie gesagt so daher. So sieht's aus. Wir können also hier schon die Abbildung sehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier den Karton, also die Verpackung durch. Wir gehen mal kurz auf die Unterseite. Hier können wir also nochmal das Bombony-Logo sehen. Und das war's dann auch. Hier nochmal ein paar kleinere Hinweise vom Importeur. Hier auch nochmal, wo es hergestellt wurde. Und dann haben wir hier nochmal, wie ihr das sehen könnt, auch nochmal die Abbildung. Man kann es also auch hier wirklich nochmal auf Maß abschneiden an diesen Übergangsstellen. Das ist also ein ganz normaler LED-Stripe. So, dann gehen wir noch kurz auf die Rückseite drauf. Denn hier stehen die groben technischen Daten dann auch drauf. Wir haben also hier eine Länge von 2 Metern. Wir haben hier LED-Chips an der Anzahl 60 Stück. Wir haben hier eine maximale Ausleuchtung von 180 Lumen. Und eine Color-Temperatur, also eine Farbtemperatur von 2700 Kelvin. Ist also hier warm weißes Licht. Wir haben eine Leistung von 2,5 Watt. Und wir haben hier so einen Sensor dran, so einen Bewegungsmelder, der löst innerhalb von 2 bis 3 Metern aus. Wir können das Ganze hier wieder aufladen mit wahrscheinlich einem USB-Netzteil mit 5 Volt. Wir haben hier eine Batteriekapazität von 2000 mAh und wenn es voll geladen ist, hebt ungefähr der Akku 4 Stunden lang. Also auch hier wirklich sehr geschickt. Hier stehen nochmal die Anwendungsgebiete drin, was ich auch nicht schlecht finde. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt mal hier direkt aus. So. Machen wir es also hier mal kurz auf, schauen wir mal, was drin ist. So sieht das Ganze hier also aus. Sieht schon mal sehr übersichtlich aus mit USB-Kabel, was mir auch sehr gut gefällt. Holen wir mal kurz raus. Wir haben also hier ein typisches Micro-USB-Kabel und das könnt ihr im Grunde mit jedem normalen Handy-Ladegerät wahrscheinlich dann verwenden und dann hier diesen Akku-Pack aufladen. Dann gehen wir hier nochmal kurz durch. Was haben wir hier also drin? Hier haben wir nochmal so eine Befestigung drin. Da kann man das auch irgendwo hinkleben und dann nochmal fixieren, was ich auch sehr schön finde. Kabel haben wir wie gesagt dabei. Hier ist jetzt die Einheit, da sind jetzt also auch hier die Akku-Packs drin. Hier oben der Bewegungsmelder, hier haben wir nochmal einen separaten Schalter, wo wir wahrscheinlich das Ding hier manuell an- und ausschalten können. Auf der Seite hier nochmal ein Schalter, wo M und A dran steht, wahrscheinlich hier für Manuell und Automatik. Man kann also auch hier die Automatik ausschalten und den Bewegungsmelder sozusagen deaktivieren. Hier nochmal die USB-Buchse, um es aufzuladen. Und dann haben wir hier oben dann den Ausgang, so wie das hier aussieht. Da kommt im Grunde der LED-Stripe rein. An der Seite haben wir nichts mehr, unten auch nicht. Und hinten haben wir noch diese Aufkleber drauf, da können wir es dann im Grunde dran machen. Wie ich hier sehe, sind es im Grunde solche Magnete, also solche Metallplatten, also auch sehr geschickt. Ihr könnt die also hier irgendwo an den Schrank dran machen und da könnt ihr im Grunde hier diesen Akku-Pack immer wieder wegmachen und es hebt hier magnetisch. Wir gehen auch kurz die Rückseite hier durch, hier können wir schon sehen, Motion Sensor Controller und da ist im Grunde auch nicht mehr so viel drauf. Wir haben also hier eine Eingangsspannung von 5 Volt, um das Ganze wieder aufzuladen. Ja, sehr interessant, sehr gut, sehr handlich, liegt auch gut in der Hand, man kann ihn gut wegnehmen und jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz noch zum LED-Stripe über. So sieht er hier also aus und ich würde sagen, wir holen den mal kurz raus und schauen uns diesen auch nochmal im Detail an. So, das ist er jetzt also hier, ich hole mal ein bisschen was runter von der Rolle,
Also ich gehe mal ein bisschen runter. Wir haben also hier, wie gesagt, diesen Anschluss. Und den Anschluss können wir dann hier oben dann wahrscheinlich einfach reinstecken. So. Und da könnt ihr schon sehen, es leuchtet auch schon sehr schön. Ist also hier schon aktiviert. Und man kann es dann, wie gesagt, hier, wenn man wahrscheinlich hier manuell macht, kann man das Ding an- und ausschalten, was ich auch schon mal sehr gut finde. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz den LED-Stripe durch. Und da können wir auch hier schon sehen, dass so sehen die LEDs aus. Und hinten haben wir dann Klebeband dran, also doppelseitiges Klebeband. Damit könnt ihr es dann hier im Grunde überall montieren, wo ihr das auch gerne haben möchtet. Ja, hier ist nochmal so ein Aufkleber drauf, das im Grunde sagt, wie viel da drauf ist. 2 Meter sind es jetzt hier auf dieser Rolle. So, dann haben wir hier die Anleitung. Hier steht es nochmal ausführlicher Fassung drin, aber ich denke mal, ich habe euch ja schon ein bisschen einiges erklärt. Hier nochmal der LED-Stripe, wie das aussieht, wo man den hier schneiden kann. Wir haben dann hier nochmal das Ladekabel drin. Und auch hier können wir sehen, dass man im Grunde hier diesen Kabelhalter, den ihr hier schon sehen konntet, der ist also hier für das Kabel gedacht, um das hier irgendwie besser zu fixieren, damit man das hier besser halten kann. Dann hier nochmal kurz die Hinweise. Wir haben also hier den Bewegungsmelder oben drin, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier einen On- und Off-Button. Hier haben wir einen Mode-Switch. Da können wir also hier zwischen manuell und Automatik schalten. Und hier nochmal die Distanz 7 bis 10 Feet, also ungefähr 2 bis 3 Meter, löst ihr dann aus. Und da wird es dann nochmal beschrieben, dass er hier rot leuchtet, wenn man auflädt. Und wenn er voll ist, dann leuchtet der hier im Grunde grün. Dann steht hier nochmal drin, wie ihr das zurechtschneiden könnt, falls ihr den LED-Stripe hier anpassen wollt. Ja, die Anleitung ist also hier, wie gesagt, sehr übersichtlich gehalten und gibt es auch nicht so allzu viel zu erklären. Und von dem her würde ich sagen, montieren wir das am besten jetzt hier mal in meinem Schlafzimmerschrank. So, ihr könnt also hier jetzt sehen, ich habe jetzt die Schrankbeleuchtung mal in meinen Kleiderschrank montiert. Hier oben ist im Grunde der Bewegungsmelder. Und dann geht es hier runter mit den LED-Stripes, die dann hier im Grunde dann die ganze Schrankseite ausleuchten sollen. Ich mache den Schrank jetzt hier mal kurz zu, mache das Licht aus und dann werden wir gleich mal schauen, ob die Bewegungsmelder-Funktion hier reibungslos funktioniert. So, jetzt haben wir hier kein Licht mehr. Ich würde sagen, ich mache mal die Schranktür auf und dann sehen wir gleich, ob das Ganze hier so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, ich gehe mal beiseite und da könnt ihr schon sehen, das Ding geht hier automatisch an, sobald man hier die Tür aufmacht. Was ich auch hier wirklich sehr geschickt finde. Ich werde euch das jetzt hier nochmal kurz aus einer anderen Perspektive zeigen, damit ihr es auch hier nochmal ein bisschen besser erkennen könnt. So sieht es also aus, wenn es an ist. Ich mache es mal kurz zu, dann warten wir kurz, bis es wieder ausgeht. So. So, es wäre jetzt aus. Ich würde sagen, ich mache wieder die Schranktüre auf und dann gucken wir gleich, ob das auch hier funktioniert. So, wie ihr sehen könnt, sobald man die Schranktür aufmacht, dann geht hier im Grunde das Licht an. Was ich auch hier wirklich sehr geschickt finde. Jetzt können wir also hier sagen, dass dieser Test wunderbar funktioniert hat. Die LED-Stripes lösen hier wirklich sehr zuverlässig und auch präzise dann aus. Ja, liebe Technikfreunde, das soll es hier nun gewesen sein zu meinem kleinen, aber feinen Video zur Wombany LED-Kleiderschrankbeleuchtung mit Akkubetrieb und einem Bewegungsmelder. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal zeigen, für was das im Grunde hier alles nützlich ist. Ich habe es jetzt, wie gesagt, hier in meinem Kleiderschrank eingebaut. Ich finde es sehr praktisch, denn man kann es überall dort einsetzen, wo im Grunde hier keine Stromversorgung, also keine Steckdose vorhanden ist. Der Stripe soll laut Wombany ungefähr 4 Stunden lang im Dauerbetrieb halten. Also wenn man das jetzt hier vielleicht ein, zwei Mal am Tag nur verwendet, dann hält es für euch wirklich eine Ewigkeit. Ihr müsst es also so gut wie gar nicht aufladen. Was ich auch hier sehr praktisch finde, wir haben also auch hier wirklich sehr große Akkus mit dabei. Ansonsten ist mir jetzt hier nichts Negatives mehr aufgefallen. Ich finde es sehr praktisch, auch der Preis geht vollkommen in Ordnung. 18 Euro kostet hier das eine Pack. Wenn ihr zwei im Doppelpack haben wollt, müsst ihr hier nur 10 Euro mehr zahlen, also ca. 28 Euro und spart somit beinahe 10 Euro. Also auch sehr geschickt. Ich werde euch selbstverständlich beide unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut dort mal rein, klickt mal die Links an. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal hier nebenher oder nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Das soll es nun gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zur LED-Schrankbeleuchtung gefallen, die man hier im Grunde jetzt mit einem Akkumodul realisieren kann und mit einem Bewegungsmelder, was hier wirklich sehr geschickt ist. Da müsst ihr also wirklich hier nicht großartig Geld ausgeben und könnt dennoch hier was Schönes zaubern. Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr hier einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald, euer Pascal.